Oh, jetzt ist er ruhig. Ja, ja. Das heißt, das auch. Ist ja nicht seine Show hier. Geht's los? Mönchshof, Biertest. Moin, moin, willkommen zu Mönchshof. Das letzte Mal hatten wir die Almhütten-Gaudi. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Testoleros. Das Allgäuer Hüttenbier war das letzte. Enrico Jens. Allgäuer Hüttenbier. Roche. Könnt ihr euch mal bitte ankicken, das Video? Ist irgendwie nicht so beliebt. Nicht? Verstehe ich gar nicht. So. Scheint nicht so beliebt zu sein, das Bier oder so. Naja, okay. Komm, na, was haben wir jetzt vor, Jens? Wir haben irgendwie Hoche zu Besuch heute und Herr Hoche, der hat ein Paket mitgebracht vom Craft Beer Shop. Hier unter dem Video in der Beschreibung gibt es einen Link dazu. Da gibt es leckere Halloween-Bier zu kaufen. Das hat er uns mitgebracht, ja? Das Halloween-Paket plus, da gibt es nämlich noch mehr drin. Der Hoche ist heute ganz spendabel. Aha, was haben wir denn hier so? Ein paar Rabattgutscheine. Ich habe den Hoche heute noch gar nicht begrüßt, Mensch. Das ist schon ganz traurig. Ja. Also, dieses schöne Paket kommt von dem Craft Beer Shop. Ja, das nächste Mal ich 10% drauf. Hast du das jetzt in der Kamera gezeigt, ja, mein Gutscheincode? Oder was? So, Tatsache. Das ist gut. Der erste, der das Video guckt und den Code benutzt, viel Glück, ja. So. Ja, ein paar Sachen für Gewürze. Was haben wir hier? Das ist die Halloween-Box. Das haben wir bestellt, oder? Ja, sieht so aus. Na? Zeig mal her. Vielleicht ja, vielleicht nein. Ach, hier ist noch ein Gutschein für Weinfürst. Ja, das ist hier. Die Box hier hat er uns mitgebracht, der Hoche. Ah, Würze. Und die Rechnung natürlich auch. Naja, natürlich. Der kommt natürlich mit einer Rechnung. Das sind mir die liebsten Gäste. Das ja nicht. So, mach auf, ich bin ganz aufgeregt. So. Zeig das Paket her, das war richtig schwer. Ja, ja, wir haben noch zwei Bier extra bestellt, die gibt es im nächsten Video. Spätestens. So, hier haben wir das schöne Paket. Genau. Durst. Ich packe das mal runter, dann kann ich das besser auspacken. Ja. Wir glauben dir, dass du das aus dem Paket nimmst. Mhm. Obwohl du ja nicht so vertrauens, aber gut. So, einmal haben wir hier Sundes Spiced Amber Ale. Genau, Pumpkin Spiced Amber Ale. Dann Creepy Creature Pumpkin Ale. Mhm. Was er sagt. Stone Buena Vesa Salt and Lime Lager. Oh, ein Lager. Das kannst du mal ganz nach oben, genau. Stone Zoomology IPA. Hm. 1, 2, 3, 4. Sind 5, oder? Insgesamt? Nein, 6 doch, ne? Oh. Okay. Ah doch, hier 6. 6. Super Freunde Rookie IPA. Ey, macht mich nicht unglücklich. Macht die Büchse nicht kaputt, ist noch Wand drauf. Kommt der Burner. Rauchbier Export. Das ist bestimmt lecker. So, und was da noch in dem Karton drin ist, das gibt es beim nächsten Mal. Also das nächste Mal wieder einschalten. So. So, und was trinken wir zuerst? Ja. Von unten nach oben nach unten oder einfach aus der Mitte gegriffen? Machen wir einfach aus der Mitte gegriffen, dann ist hier wenigstens Feierabend. Also, ja. Ja. So, Bier-Tasting-Protokoll natürlich. Unser, weil wir ja was die Biersommeliers sind, ausgedachtet. So, Testbier.
ist das Stone Zoomology oder Zoomology Zoomology IPA. India Pale Ale. Also ein indisches. Ah, hier, okay. Indisch? Ja. Na, ist ja der Wahnsinn. 7,5%. Wir haben noch nie indisches Bier getrunken, glaube ich. Also, Stone Sumo. Stone Sumo. Zur Beschreibung. Ein komplexes und fruchtiges IPA mit kräftigen Aromen von Zitrusfrüchten und tropischen Früchten, abgerundet durch eine angenehme Bitterkeit. Lustiger, ja. Fakt. Bierbraun ist quasi Alchemie, die perfekte Mischung von Wasser, Malz, Hopfen und Hefe, nach deutschem Reinheitsgebot. Manchmal sogar mit unerwarteten Zutaten wie Früchten oder Gewürzen. Verwandelt sich durch Zauberei in flüssiges Gold. Ich fass es nicht. Das kommt ja aus Parchim. Ja? Na, jedenfalls nicht das Parchim, was ich kenne. Mit I-E-M? Nee, mit okay. I-M. Nee, kenne ich auch nicht. Ja, die Optik der Flasche, zeig mal. Auf dem Meier Getränkemarkt. Ein Parchim. Was? Optik der Flasche? Optik der Flasche hier, naja, ist schon. Ja, also ist hier schon für. Was ist das? Die Hopfenpflanze? Ja, das ist die Hopfenpflanze, Alter. Die indische. Die Hopfenpflanze, das ist wie. Wie hieß das? Wie hieß denn von Harry Potter? War das Rick Moranis? Der kleine Monsterladen oder irgendwie sowas? Hat er auch so eine fleischfressende Pflanze, die immer größer geworden ist. Die Büchsen sehen alle gut aus. Also da geben sie sich echt Mühe. Warum ist denn das hier noch drauf? Weg. Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, 4 Punkte. 3 Punkte? Ja, von mir aus dann 4. Weil eine Büchse ist, wa? 3 Punkte. Augensucht oder Augenflucht? Kipp mal ein. Hier, Becher. Was ist das denn, der Heilige Gral? Naja, wir brauchen nicht kein großes Glas. Das sind, was ist da, 0,4 oder was ist das? Ich habe gelesen, auf der Rechnung 0,44 gibt es Sojabüchsen. 3,55. 3,55. Okay. Jetzt wie mit der Chipstüte. Mhm. Ah nee, die machen sie ja Luft, oder? Ist auch ganz viel Luft drin, oder? Nee. Macht nicht so viele. Danke, reicht. Wir, ne? Ah. Boah, das exianisch. Total, der Gang ist aus, ey. Das riecht noch so fruchtig. Ja. Der Schaum ist schnell weg und das Glas war nicht sauber. So. Oder kommt aus der Büchse. Das kommt aus der Büchse, eindeutig. Wir haben hier nur saubere Gläser. Ah, schön. So, und also das ist. Das ist mir jetzt egal, ich trinke das jetzt. Naja, je schöner die Büchse, desto schlechter der Inhalt. Wir werden sehen. Das riecht wie Saft auf jeden Fall. Ja, wie Zitronensaft so. Das sieht auch ein Punkt. Augensucht oder Augenflucht? Ja, also gerade noch so, sieht schon ein bisschen aus wie ein Bier. Ja. Das ist doch niemals nach deutschem Reinheitsgebot. Na, wissen wir ja nicht. Ah doch, wissen wir doch, oder? Ach, das ist doch Bitterlemon, ist das doch, ey. Probier mal. Das ist arschrein Bitterlemon. Ja, also. So, und jetzt, wo ist jetzt das Bier? Und damit schmeckt es ja nicht so schlecht. Ja, aber das schmeckt ja nicht, das hat ja nichts mehr mit Bier zu tun. Warum muss ich hier eigentlich aus dem dreckigen Glas trinken? Was ist denn hier los? Und warum trinke ich eigentlich aus der Büchse? Ja, wir wechseln ja, nachher. Du kannst nachher aus dem dreckigen Glas trinken. Ja, gut, mach ich. Das ist überhaupt da, und außerdem ist da Mosaikhopfen drin, ja? Ich hab was Schlimmeres erwartet. Ich hab ja nichts erwartet. Da gebe ich dir recht. Ich hätte es mir auch schlimmer vorgestellt. Ja, schmeckt ja schon ganz gut. Also das ist hier wie eben Gin Tonic oder irgendwie sowas. Ja, ist ein bisschen bitter, aber. Also Tonic Water. Wie viel Volt hat denn das? Tonic Water, das ja. Schmeckt ganz schön wie viel 7, Volt. 7, irgendwas. 7,5 Volt hat das Zeug. Ja. Also wer gerne so Grapefruit Lemon Tonic steht, der kann sich sowas mal gönnen. Auf jeden Fall. Finde ich ja nicht so schlimm. Nee, ist es nicht. Aber es ist halt auch kein 7 Bier. 7 oder 8? Ja, 7. Aber es ist halt kein Bier, ne?
Spezialpunkte, Halloween-Punkt gibt's. Ja, gut. Indisches Bier ist es. Naja. Aber ich weiß nicht, ob das ein Punkt. Ja. Welches Reiner jetzt hier bot? Nö. Nee? Naja, komm, da ist doch. Das ist doch hier kein reines Bier. Das ist hier, was haben sie hingeschrieben? Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Hafer, Hopfen, Hefe. Hafer. Ja. Uwe? Oh, hörst du das? Mhm, hat sie beschwert. Mhm. Ich sag, ja. Ich hatte heute schon was betritt, ey. Meine Gehaltsabrechnung, nein. Was haben wir denn hier? Wegkippen? Nee. Bei der kleinen Dose will ich es auch nicht wegkippen. 3, 4. Hast du die Liste? Ja. Sehr gut. 11, 12, 14. Ich zähle nochmal. Oh, oh, oh. 11, 12, 13, 14. Das ist ja ein überraschend 14. positiver Start ins Halloween. Ja. Marathon. Dingens. Mit Doppel-Sechse. 6 Teile, genau. Ein 6-teiliges Halloween-Special. Das ist Teil 1. Wir haben den ersten Gewinner. Und zwar mit Bronze. Mittelklasse, nichts Besonderes, nichts Schlechtes, aber vermutlich Billiges. Genau das Richtige für unerwünschte Gäste deiner Behausung. Ja, also sollten wir mal wieder überarbeiten. Ja, ja, schon okay. Ist überraschend gut. Yes. Das war ja ein schön langweiliges Yes. Naja, ist ja auch. Das ist sorry. Sorry für das langweilige Yes, oder? Ja. Okay. Woche hat uns nicht enttäuscht. Zeig mal das nächste. Gibt's im nächsten Video. Im nächsten Kurz-Special-Video Halloween. Alter, jetzt ist. Guck da das nächste Mal unbedingt wieder rein. Woche ist nämlich da. Das heißt, das ist der Burner. Burner. Baumeister Edition. Schöne Grüße an Herrn Burner. Nächstes Mal wieder dabei sein. Unbedingt den Kanal abonnieren und teilen. Die ganzen Links hier unter dem Video mal nachkicken. Da ist zum Beispiel der Link zum Craft Beer Shop. Da gibt es das Halloween-Paket. Und zu Weihnachten und Ostern gibt es da auch immer ein Paket, Frühlingspakete. Das ist eigentlich genau der richtige Shop für uns. Ja. Also, haut da rein, bleibt da rein, seid da nicht so dabei. Schön mit Öl. Warum winken Hoche nicht?